Was willst du als erstes? Und dann ist gut. Ach, den Topf hat sie auch. Jetzt das große. Ja, das ist das große. Da hängt ein Preisschild. Ja, das ist wunderbar. Oh, das kann ich eigentlich aufhören. Machst du es ganz aus? Also für das, dass das Kunstpflanzen sind, sehen die echt gut aus. Oh. Ich meine, die haben es ja echt recht realistisch gemacht. Ja, ich finde auch hier die Farben sind nicht immer exakt gleich. Das ist schon ein bisschen natürlich. So, jetzt welches? Eigentlich unpassend, aber das. Bei allen weiß ich auch nicht mal genau, was du hast. Oh! Das ist aber noch ein Paket. Karton im Karton. Ich dachte schon, zwei große Sachen hatte ich halt nicht. Na gut, wahrscheinlich einfach zur Sicherheit, dass hier nichts passiert. Oder weil Amazon gerne verpackt. Die hat nicht so viele Kartons übrig. Ja. Okay. Ach, cool. Das wusste ich gar nicht, dass das auch so ist. Das ist ja cool. Ein bisschen zerdrückt, oder? Gut, das ist nur ein Draht, das kann ich wieder hinbiegen. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen künstlicher aus. Aber ich glaube, wenn du nicht so nah dran gehst, dann hat es trotzdem einen guten Effekt. Aber natürlich sieht es jetzt nicht aus. Ja, soll es ja auch. Wenn es funktioniert, wie es soll, ansonsten geht es zurück. Das sollte hier leuchten, richtig? Richtig. Deswegen, wenn es funktioniert. Ansonsten ist es auch nicht schlimm, weil dann geht es halt einfach zurück und habe ich schon was anderes. Hier auch ein bisschen verfranst. Ja, das ist vom Einfangen, das kann man alles zurechtbiegen. Okay. Also am coolsten finde ich das. Ja, bis jetzt noch. So, das hier. Ah, nee, das. Kann man kurz. The Big Smile. Ich hab's gerade angeguckt und dachte, Brezel, aber das, ja, das ist ein Seil. Das eine hatte ich schon mal aus. Ein Schaukel! Nein. Das eine hatte ich schon mal ausbekommen, weil ich das gebraucht habe. Zum Messen. Das ist ein Regal als Schaukel. So ähnlich. Ein Hängeregal. Ach, meine Güte. Okay. Ja. Okay, ja. Nur mal zwei. Ja, wenn das dann nicht die ganze Zeit so rumbambelt, wenn du was vorstellst. Aber es sieht gut aus. So. Und gleich das Werkzeug dazu, oder wie? Haben wir so ein Teil, wie wir im Wohnzimmer unten haben, für hier oben. Was haben wir im Wohnzimmer? So was hier. Wo du deine HDMI-Sachen einstecken kannst. Ah, das war Ernährungskasten. Ja. Aber kleiner. Ja, ja.
Weil der braucht ja nicht so viel. Und das war. Ah, auch dafür. Wie fand ich die noch? Ah, nee. So ein Teil, wo du den Ton aus dem HDMI-Kabel rausmachen kannst, das extra einstecken kannst. Das ist schwerer. Schwerer. Ah, das war leicht. Anker, Inker. Hast du auch schon mal was bestellt? Ich glaube ja. War das nicht mein Ladegerät? Ja. Oh Mann, ich kann das. Lass doch nass. Aber schön verpackt irgendwie. Ja. So ein schönes Klo. Online-Gerät, aber halt ein bisschen größer wie deins. Okay. Ah ja, das oh, ein bisschen größer. Ja, aber da kannst du halt auch die Geräte einstecken. Ja, wenn das die Leistung dann hat, ist gut. Ja. So, und für den PC. Mhm. Eine Pflanze. Oh, aber die sieht gut aus. Hm. Ja, die ist so ziemlich, ziemlich natürlich. Die finde ich gut. Ja. Also nur die Palme gefällt mir eigentlich nicht. Also. Ja, mal sehen. Na, guck mal, die haben sogar Rechnung mit drauf geschrieben, wenn, wenn die Blätter krumm sind, dass man die gerade biegen kann. Hehe, cool. Das finde ich echt gut. Oh. Das ist die Rechnung. Eine mal ja, wieder hier auf Papier, normal schicken die das nicht auf Papier. Ja, das ist irgendwie voll lieb. Das ist richtig lieb, muss ich eigentlich zeigen. Haben wir handschriftlich was draufgeschrieben? Ein für die Servus. Pflanze. Genau. Ein kleines Servus. Ah, jetzt sieht es schon besser aus. Da war wohl ein Vogelnest nebenan. Ja, genau. Ach genau, das ist eine kleine Paket. Das hat jetzt aber nichts mit dir zu tun. Ja. Und unten. Nochmal so eins, nur als Eckregal. Ah. Ja. Hier einfach nochmal. Und die Lampen sind ja nur für die Ecke. Also nicht so. Okay. Ja.
Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Im letzten Video haben wir ja die Beleuchtung fertig gemacht im kleinen Zimmer hier oben. Ich zeige euch das nochmal. Da haben wir hier oben schön die Deckenbeleuchtung gemacht. Die Lampe haben wir jetzt auch nochmal, einfach damit wir ein helleres Licht haben zum Filmen. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, was wir in den Paketen alles ausgepackt haben. Und die werden wir jetzt verarbeiten. Wir fangen einfach an der Seite hier vom Zimmer an. Und dann arbeiten wir uns hier rüber in die Mitte. Und dann arbeiten wir uns hier rüber an meinen Arbeitsplatz. Ja, aktuell sieht das alles hier noch sehr unaufhörend, dreckig und durcheinander aus, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Und ja, hier steht auch noch das Regal auf der Seite geschoben. Ja, werdet ihr dann sehen, warum das hat. Hier oben ein bisschen was mit dem hier und dem hier zu tun. Ja, das ist unser ganzes Ding, das wir jetzt verarbeiten werden. Und danach sieht das alles ganz anders aus. Wie gesagt, wir fangen jetzt einfach mal auf der Seite hier an. Ja. Let's go! Ja, so sieht das Ganze jetzt aus auf der Seite. Schön dezent mit Beleuchtung. Und die Seite haben wir fertig. Dann kommen wir direkt auch schon in die Mitte vom Raum, wie gesagt. Hab schon bereitgelegt. Das sind die zwei Hängeregale hier. Und zwar kommen die da, wo sie hinliegen, ein Stück weiter oben hin. Jetzt gucken, dass ich es nicht runterschmeiße. Ja, und dafür haben wir ja schon vorbereitet im Intro. Diese Latten da oben, wo die dann dran gehangen werden mit den Haken, die da tatsächlich dabei waren, in Braun. Camera. Dankeschön. Hier in Braun. Schöne Haken. Die passen dann auch perfekt zu dem Holz da oben. Ja, an die hier machen wir uns jetzt erstmal ran. Halt, stopp, das war's doch noch gar nicht. Es sieht ja doch nur aus wie ein Klettergarten bis jetzt. Ja, wir hatten da noch ein paar mehr Sachen geholt und mit denen wird das jetzt alles ein bisschen dekoriert. Nicht das Regal direkt, nur so ein bisschen. Aber es gehört zu diesem Abschnitt hier mit dazu. Und zwar geht's ja hier unten um den Urwald, den wir da geholt haben. Ja, und um, ich weiß gar nicht, wo ich es hingelegt habe, da hinten in der Ecke steht's, dieses On-Air-Schild. Ja, das hört hier alles in diese schöne Ecke, oder Ecke ist ja eigentlich das einzige Ecke, oder einziges Ding, was keine Ecke ist, hier in diesen Raumteiler integriert.
Und das machen wir jetzt. Gut, nachdem diese Ecke fertig ist, das sieht auch aus wie gewünscht, schöner Raumabtrenner jetzt, haben wir hier unseren Abteil und da drüben, und ich denke, ich fliege hier über alles drüber, sieht es von der anderen Seite auch gar nicht so schlecht aus. So, da bin ich drüber geflogen, Alter, ist fast hingehauen. Kümmern wir uns jetzt um diese ganze Technik hier, die damit zu tun hat. Und zwar möchte ich ja nicht nur darüber zocken, sondern auch streamen. Und deswegen haben wir uns einmal diesen HDMI-Switch gekauft. Dann haben wir die Elgato, damit wir aufnehmen können, wenn wir streamen. Und hier einen Audio-Extractor, der aus dem HDMI-Signal das Audio rausholt, damit wir das im PC auch auf den Kopfhörern unverzögert von dem Signal hier hören können. Ja, und das tun wir jetzt mal alles versuchen irgendwie zu verkabeln. Let's go! So, verkabelt haben wir das alles. Das fängt hier alles an. Bei dem Switch eingesteckt haben wir die Geräte alle. Hier haben wir sowieso noch einen Adapter. Der war aber schon da und dann geht das alles hier hinten rum. Und dann haben wir hier hinten jetzt noch viel mehr Kabel als vorher. Hier. Vor allem hier ist jetzt viel durcheinander, da war vorher alles leer. Und da hinten haben wir tatsächlich jetzt fast alle USB-Ports voll. Ja, war doch gut, dass ich dieses Board mit diesen vielen gekauft habe. Ich habe es ja im Video schon gesagt. Hier oben haben wir 4 Stück voll. Hier haben wir die 2 Stück voll. Hier haben wir die 2 Stück voll. Da haben wir auch alle voll. Also da ist jetzt nichts mehr frei tatsächlich. Ja, gut, eins ist nur zur Stromversorgung. Das kann man notfalls anders lösen. Ja, aber ansonsten sieht es doch jetzt ganz clean aus. Und dann können wir gleich mal einen Test machen. Ach ja, aber bevor wir einen Test machen können, wie ihr seht, ist das noch ohne Strom. Da hängen die ganzen USB-Kabel noch rum. Haben wir hier, habt ihr auch gesehen, von Anker diesen nicen USB-Port geholt. Da haben wir dann noch ein bisschen Reserve, ganze Sachen einzustecken. Den stecken wir ein, tun die ganzen USB-Kabel da rein, dann leuchtet das hier nämlich auch. Und dann können wir einen Test machen. So, das haben wir alles eingesteckt. Das sind aktuell nur 3 Stück, aber ist ja immer gut. Wir haben jetzt ein schönes Teil mit Netzschalter. Da können wir alles auf einmal an- und ausschalten. So, da leuchtet's, da leuchtet's und da leuchtet's jetzt. Alles gleichzeitig an- und ausschaltbar. Ja, und dann können wir mal den ersten Test machen. Ich schalte das ganze Zeug mal an, das muss ja auch noch hochfahren. Und Schnitt.
Ja, da sind wir wieder. Da, wo wir aufgehört haben, allerdings schon eine ganze Weile her. Das steht alles noch so, nur wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier einen anderen Switch. Der kann genau das gleiche letztendlich. Nur die PS3 hat ja so eine Kopierschutzgedöns und der andere Switch hat das Bild nicht durchgelassen. Insofern haben wir mal noch einen anderen bestellt und der funktioniert jetzt tatsächlich und jetzt können wir den Test machen. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade am Schneiden. Hier haben wir unser OBS und ja, hier sind wir auf dem PC-Signal. Jetzt gehen wir aufs zweite, da haben wir die Konsolen angeschlossen. So, haben wir jetzt aktuell kein Signal. Wir haben hier eine Fernbedienung für den Switch hier, die wir aktuell nicht brauchen, denn der schaltet automatisch auf die nächste Quelle, die eingeschaltet wird. Und da fangen wir jetzt mal mit der PlayStation an. So, fährt jetzt hoch. Und da kriegen wir, glaube ich, eigentlich ein sehr lautes Bild. Jo. So, wie ihr sehen könnt, kommt das hier und hier. Einmal hier unverzögert und hier zum Streamen kommt es ein bisschen verzögert, wie ihr sehen könnt. So, dann schalten wir als nächstes die Xbox an. So, schaltet direkt um, wenn das Signal kommt. So, nächste Konsole. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann machen wir jetzt als nächstes noch die Wii an. So, die ist hochgefahren. So, schaltet auch wieder direkt um. Und na, die CD lädt. Und da fährt die Wii hoch. Wir haben allerdings ein hässliches Störsignal, aber das ist halb so wild. Und ein Gehörschaden. Jetzt stellen wir das erstmal auf Mute. So. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, hier die Fernbedienung noch zum Umschalten. Und natürlich gibt es auf der Gerät hier auch noch einen Knopf, wo wir einfach die Quellen umschalten können. Der Reihe nach. Und mit der Fernbedienung halt direkt auf 3, auf 1, auf 3, auf 2, auf 1. 2, 1, so. Genau, aber in der Regel benutze ich ja die nicht durcheinander, sondern die, wo ich halt anschalte. So, und jetzt haben wir hier auf 1 wieder die PlayStation. So. Allerdings kann ich mich da irgendwie nicht mehr im PlayStation Store anmelden. Das ist ein bisschen dumm. Die dumm. Aber CDs müsste man trotzdem spielen können. Ja. Das soweit das Update. Das funktioniert jetzt so, wie es soll. Und hier seht ihr ja unser Soundprogramm. Das ist mit dem verbunden quasi. Und dieses Signal hier ist der Eingang von dem HDMI Audio Splitter, damit ich das auch auf den Kopfhörern unverzögert hören kann, denn über OBS kommt das zwar verzögert und am Bildschirm kommt es auch, aber halt ohne die Kopfhörer vom PC. So, genau. Und wie ihr hier schon sehen könnt, steht hier ein Paketchen die ganze Zeit schon. Ein Mini Smart Wi-Fi Plug und den bauen wir jetzt noch hier hinten ein. Wir laufen hier mal hin. Hier haben wir ja das schöne Licht gebaut. Hier, wo man halt jedes Mal mit der Hand anschalten muss und ausschalten muss. Allerdings haben wir das hier unten eingesteckt hier in einer normalen Steckdose und da wird jetzt dieser Wi-Fi Plug dazwischen kommen, dass man das mit Sprachsteuerung einschalten kann und nicht jedes Mal da hinten rumfummeln muss. Wir packen das mal aus und gucken mal, ob wir das hinkriegen. So, dann verbinden wir das Ding einfach mal. Und zwar stecken wir dazu das hier aus. Stecken das Ding hier ein. Warte, den Schalter brauchen wir vielleicht vorne. Und stecken das hier wieder ein. So, der blinkt schon schön. Dann haben wir hier unser Handy und hier unsere Avatar Controls App. Die öffnen wir. Angemeldet haben wir uns schon, das muss man logischerweise machen. Dann fügen wir ein Gerät hinzu. So, ich glaube, ich habe das Richtige gefunden. Das ist das Ble plus Wi-Fi im Ble, soll wahrscheinlich Bluetooth heißen. So, das blinkt schnell. Ja, die blinkt. Weiter. Ja, passt. Derzeit ist das Telefon nicht mit Wi-Fi verbunden. So, jetzt ist es mit dem Wi-Fi verbunden.
Das passt so und dann geben wir mal das Passwort eben ein. So, da wird das jetzt gescannt und hoffentlich findet das. Wir warten einfach mal. So, es hat hier ein Ding jetzt gefunden. Smart Socket heißt das. Wir nennen das einfach mal um in Wand speichern. Fertigstellung. So. Ich muss jetzt anschalten. Ja. Und ich kann es wieder ausschalten. Nice. So, dann stecken wir mal das hier ein und schalten hier oben den Strom ein. Und dann probieren wir aus, ob das funktioniert. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es geht auch richtig schnell, geil. Nice. Okay, ihr Smart Socket ist mit Alexa mittels der sonst was. Okay. Alexa, Wand an. Alexa, Wand aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Ja, süßes Ding. Und hier haben wir tatsächlich noch ein zweites, aber das seht ihr in einem anderen Video, für was das gedacht ist. Yep, und damit haben wir dieses Video abgeschlossen. Wie ihr seht, hat sich hier auch ein bisschen was verändert. Es ist tatsächlich wieder kürzer geworden. Ich bin dann mal dazugekommen. Ja, und ja, beenden dieses Video hier. Hoffe, es hat euch gefallen. Es ist tatsächlich länger geworden als gedacht. Sorry, falls ich das gerade schon mal gesagt habe. Mein Kopf ist zu warm. Es ist schon wieder so warm hier drin. Deswegen werde ich auch gleich die Klima anmachen. Das Video fertig schneiden und hochladen. Ja, sorry, dass es so lange geworden ist. Ja. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt oder so, ich werde alles unten verlinken. Ansonsten einfach in die Kommentare schreiben und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Bis dann und tschüss.